Also mein Name ist Björn Hauptmann. Ich bin Neurologe und Geriater und bin hier einerseits Chefarzt für die Fachklinik für Parkinson und Bewegungsstörung und dann aber auch stellvertretender ärztlicher Direktor vom gesamten neurologischen Zentrum und somit dann auch bereichsübergreifend letztendlich auch tätig dann. Ich habe von Curio erfahren, ich meine über eine Anschrift von Curio per Mail und habe dann letztendlich im Internet nachgeschlagen, Herrn Sauer kontaktiert und dann sind wir ganz schnell in Kontakt gekommen, dass wir zusammen was auf die Beine stellen wollen. Also ob ich Bedenken hatte, bevor wir Curio eingesetzt haben? Durchaus. Man kann sich ja so als Arzt immer viel vorstellen, aber am letzten Endes müssen das die Patientinnen und Patienten annehmen. Ja, es muss sinnhaft sein, es muss therapeutisch sinnvoll sein und dann natürlich auch, und das ist ganz wichtig bei allen, ich hatte erst schon gerätegestützte Verfahren genannt, sowas steht und fällt mit der Akzeptanz der Therapeutinnen und Therapeuten. Ja. Das muss in den Klinikalltag passen. Rehabilitation ist ja inzwischen sehr durchgetaktet, also ist alles in Halbstundenabschnitten eingeteilt. Und dann können Sie mit Verfahren, wo Sie alleine 20 Minuten Rüstzeit haben oder Aufbauzeit, das passt nicht in den Therapiealltag. Ja. Also an Curio überzeugt hat mich zum einen der Motivationsgedanke, ja, dass es den Patientinnen und Patienten Spaß macht. Und zum Zweiten, was auch mindestens genauso wichtig ist, dass es individuell sehr gut anpassbar ist, ja, an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Patienten, können die Therapeuten dann wirklich sehr schnell einen Schwierigkeitsgrad verändern, Amplitude verändern und letztendlich auch dann zum Dritten, was daraus so ein bisschen resultiert, dass wir im Gegensatz zu anderen gerätegestützten Therapien dann auch keine großen Rüstzeiten haben, sondern dass es wirklich sehr gut so in den Alltag reinpasst. Ja. Wir setzen Curio hier in der Tagesklinik ein, wo wir ein Setting haben, was wir Ihnen gezeigt haben mit dem Hängesystem in der Gruppentherapie. Wir setzen Curio im Rest der Klinik inzwischen ein, in der Einzeltherapie, zum Beispiel wenn ein Therapieausfall war, setzen wir das ein und wir setzen Curio im Rest der Klinik in der neurologischen Rehabilitation in Gruppentherapie-Settings ein. Das sind die Bereiche. Wir haben, ich würde sagen, so zwischen 80% und 90% der Fälle sehr positive Rückmeldungen, sind sehr angetan, das macht den Spaß. Sie sind ja lange oftmals bei uns, die Patienten, und darum ist so dieses spielebasierte Element, ja, die Motivation sehr wichtig. Ja.